Hey Leute, gestern Abend kann ich euch sagen, da war ich wirklich richtig schlecht gelaunt. Ich war traurig, geknickt, bedrückt und das Ganze hatte natürlich was mit Skat zu tun. Wie sollte es anders sein? Ihr seht es hier links. Es wurde gespielt, der letzte Spieltag der ISPA-Gruppe Nord und mein Team, ISPA Hamburg 1, ist vom ersten Tabellenplatz noch durchgereicht worden bis auf den fünften Platz. Natürlich war es knapp, natürlich war es unglücklich und natürlich ist der fünfte Platz hier nur der Trostpreis, denn in diesem Wettbewerb qualifizieren sich genau die ersten vier Mannschaften für die erste Bundesliga-Endrunde in Magdeburg. Ein Wettbewerb, bei dem wir im letzten Jahr noch Vizemeister geworden sind und in diesem Jahr dürfen wir also nicht mal antreten und das nach 20 harten Serien, 5 Spieltagen. Also ich liebe das Spiel ja auch dafür, dass es dir manchmal mit Anlauf in die Eier tritt, aber gestern, da hat es ganz schön wehgetan und da hätte ich gerne auch drauf verzichtet. Nun muss man natürlich auch sagen, eine hervorragende Saison für die Oldenburger. Zwei Mannschaften haben es geschafft, sich souverän durchzusetzen. Wahrscheinlich haben sie hier die Saison ihres Lebens gespielt und dazu natürlich meinen herzlichen Glückwunsch. Wünsche euch dann besonders viel Spaß und Erfolg bei der Endrunde in Magdeburg. Winsner 8-1 und Elbe Asse sind ja Mannschaften, die da regelmäßig sind. Die kennen das Terrain schon, auch denen natürlich viel Erfolg, aber die besonderen Wünsche gehen diesmal an die Oldenburger, die es uns so schön hier besorgt haben. So, heute ist meine Laune dann allerdings schon wieder besser geworden und das lag auch an dieser kleinen Überraschung hier von einem meiner Fans. Ich wusste ja sowieso, dass ihr die besten und treuesten Fans seid, aber sowas habe ich tatsächlich dann auch noch nicht erlebt. Meine Bewerbung für Hollywood, ich wusste gar nicht, dass sie in Arbeit ist, aber sie ist es und ja, schauen wir doch einfach gemeinsam mal ganz kurz da rein. Zusammen, da bin ich wieder und diesmal mit dem neuen Format, wobei es auch wieder nur Skat ist. Skat, Four players. da kommt Peak, er spielt Peak, das ist Is your gut. bet? Mal schauen. Is your pawn? Check. Check. Buben, Asse und Check. starke Gegner. Check. All check. Four players. Aber er kommt mit dem Pik Ass ran, das ist ja Ja, da perfekt. kommt das Pik Ass. Check. Ist es denn die Möglichkeit? So, was geht da ab? Ja, was geht ab? All in. 6 Millionen. Bet. 6 Millionen. All in. Ich kann ja wirklich noch ein richtig schöner, netter Skat haben hier werden. So ist es. 5 Es Millionen. könnte noch wirklich ein All in. richtig netter Abend Bet werden. ist 6 Und Millionen. damit wollen wir es dann jetzt für All in. den Moment auch mal bewenden lassen. Wenn ihr dieses Machwerk also in voller Schönheit sehen wollt, dann klickt mal den Link unten. Ich packe es in die Beschreibung rein und sage nochmal herzlichen Dank dafür. Das war also wirklich eine wunderschöne Überraschung. Und ansonsten, wenn man schlecht gelaunt ist beim Skat, dann sollte man sich einfach nochmal was in Erinnerung rufen, was gut geklappt hat. Da habe ich euch jetzt nochmal eine Partie mitgebracht vom Freitag. Clubabend in Elmhorst, zweite Serie. Ja, ich weiß gar nicht, an welchem Tisch. Ich sitze jedenfalls in Hinterhand, bekomme an sich eine sehr schöne Karte. 5 Trumpf Kreuz, 3 Asse dabei, Mittelhand passt. Ich fange an zu reizen und ja, wie es denn so war, Vorhand hält und hält und hält und auch bei 36 bin ich noch nicht Besitzer geworden. Ja, und dann sitzt du da natürlich und willst dieses schöne Spiel eigentlich nicht aus der Hand geben. Und na, wie ich denn auch so sehe, dass ich nicht eine einzige 7 habe, denke ich mir, eigentlich kann doch der Spieler in Vorhand hier null Ouvert reizen. Ich meine, klar, er kann auch 6-mal Pik haben und 3 Buben, dann hat er einen Gang Hand, aber dann komme ich ja sowieso nicht ran. Auf jeden Fall entscheide ich mich jetzt hier mal, den null Ouvert nicht zuzulassen. Mit 3 Assen und der Kreuz 10 und Pik Bube will ich dann noch eine gute Karte finden und dann Gang gewinnen. Also reize ich weiter. Bei 48 wurde ich dann auch Besitzer, schaue erwartungsfroh in den Skat. Und es war mal wieder traumhaft. Ja, zwei Bilder habe ich mir eigentlich gewünscht. Allerdings nicht gerade diese beiden. So, nun ist das Kind natürlich in den Brunnen gefallen. 48 ist gereizt. Ich muss hier irgendein Spiel vortragen. Ja, und das wird natürlich aufgrund der Reizung, muss das wohl auch der Gang sein. Also, Kreuz 10 in Keller. Das sind 10 Augen und hoffentlich der vierte volle. Und dann habe ich noch mich entschieden, die
Karo Dame zu drücken, also 13 Augen, und habe so in jeder Farbe ein bisschen Optionen noch zu schnippeln, auf irgendwie eine 10 Jagd zu machen, im Kreuz den König nach Hause zu bringen. Aber natürlich ist das jetzt kein tolles Spiel und braucht schon irgendwie einen glücklichen Verlauf, also auch nichts, was ich komplett alleine hier steuern kann. Aber auch wenn der Verlauf glücklich ist, manchmal muss man das Glück dann auch über die Ziellinie tragen, und so lief jetzt das Spiel. Aufschlag, Karo 7, Karo König. Gut, und der König ist natürlich gefährlich, da jetzt zu schnippeln. Das ist dann doch ein bisschen lebensmüde. Sehr wahrscheinlich ist er aus der 10 zu dritt ausgespielt oder die 7 blank. Also dann kann ich mein Ass ziemlich wahrscheinlich abgeben. Ich nehme also erstmal raus, sind ja auch 15 Augen, 28. Und jetzt einfach von oben hinziehen bringt natürlich nichts. Ich denke, der logische Zug, Buben raus. Mache ich natürlich das Tor auch ein Stück weit auf, aber erstmal versuche ich die Buben zu eliminieren und vom Stich wegzukommen, damit die Gegner selber hier in diesen Farben antanzen müssen und ich mir da die benötigten Augen noch rausholen kann. Hat auch geklappt, Kreuz Bube fällt, und zwar links. Jetzt kam hinterher Karo 10. Mittelhand überlegt einen kleinen Moment, dann Herz 10, sehe ich ja gar nicht so ungern, damit steht Ass und König. Ich muss bedienen. Jetzt ist allerdings eine kritische Situation im Spiel, wenn der Spieler in Vorhand, der ja den null Auvers gereizt hat, ahnt, wie schlecht mein Spiel ist, oder ahnt, dass ich vielleicht die Karo Dame im Keller habe, dann kann er einfach Karo Lusche weiterspielen und der Spieler in Mittelhand wirft seine letzte Herzkarte ab, und dann wäre ich rasiert gewesen. Auf die Idee ist er aber nicht gekommen, wollte mich nicht so leicht in Karo wieder einspielen und hat jetzt mal in die nächste Farbe gegriffen, Pik. So, Mittelhand geht wieder mit dem König rauf. Ja, und wieder hatte ich das Gefühl, dass es jetzt nicht so schlau ist, hier mit der Dame zu schnippeln, dass ich dann vermutlich noch nicht an die 10 rankomme, sondern eben diese 4 Augen nicht bekomme. Stattdessen habe ich ja jetzt an sich schon einen relativ einfachen Siegplan. Rausnehmen sind jetzt schon 43 Augen, und jetzt einfach hoffen, dass Herz 2-2 steht. Es fehlen ja noch 3 Luschen und die Dame. Und mit diesen 18 Augen bin ich dann schon auf 61. Also gesagt, getan, Herz Ass hinterher, kriege Lusche Lusche auf 54 und ziehe jetzt erwartungsfroh mit diesem relativ einfachen Plan den König hinterher. Was passiert? Herz König, Herz 9, und ja, jetzt überlegt der Spieler hier wieder einen kleinen Moment. Der überlegt nämlich, ob er stechen soll, was ich natürlich nicht genau wusste. Und zu meinem Glück, muss man sagen, kommt er jetzt auf die Idee, die vielleicht einer genaueren Untersuchung auch nicht unbedingt standhält, hier die Pik 9 abzuwerfen. Na, denn wenn ich die 10 gehabt hätte, dann hätte ich sie wohl längst gezogen, wo noch ein Bube draußen ist, und den Buben hat der Spieler hier ja. Ja, allerdings hilft mir der Stich im ersten Moment auch noch nicht so richtig weiter, denn mir fehlt ihm diese Dame. Ich bin jetzt erst bei 58. Ja, und gibt es denn jetzt plötzlich noch irgendeine Möglichkeit hier, das Spiel zu gewinnen? Also ja, es gibt sie natürlich, obwohl ich weiterhin auf das Wohlwollen meiner Mitspieler angewiesen bin. Allerdings ist das dann auch relativ wahrscheinlich, dass es kommt. Karte ist letztlich geklärt. Karo hat er nicht mehr, Herz hat er nicht mehr, den letzten Pik hat er abgeworfen. Hier stehen natürlich noch die drei Kreuzen und der Bube. Und damit ist jetzt Kreuz 8 raus, die entscheidende Gewinnkarte. Wenn der Spieler hier jetzt komplett die Nerven behält, mit dieser restlichen Hand hat er noch 2 Luschen, die er legen könnte. Aber er ist immer noch nicht aufgewacht, hat immer noch nicht verstanden, wie wackelig dieser Grang ist, und denkt jetzt, ach, wenn nicht jetzt, wann dann? Und haut hier erstmal schön die Pik 10 rein. Und damit ist es natürlich passiert. Der Spieler hier muss rausnehmen, kann jetzt eben nicht mehr mit der 7 unterbleiben. Zieht Kreuz Ass hinterher. Zieht noch den Buben hinterher. Aber jetzt kommt's, ich mache natürlich im letzten Stich den Kreuz König, und damit bin ich dann knapp über 60, und das war natürlich eine schöne Geschichte, ein schöner Erfolg für mich. Hat mich gefreut, dass es dann mal so hingekommen ist, auch wenn ich, wie gesagt, natürlich das nicht allein in meiner Hand hatte und das Glück ein treuer Begleiter durch fast alle Stiche dieses Spiels war. Ist es doch schön, wenn dann mal ein Plan aufgeht. Damit habe ich mich also heute ebenso wieder aufgebaut.
Gut, das war meine schlechte Laune-Geschichte von gestern und ja, die hat auch noch Elemente vom Freitag und von heute. Und dann möchte ich zum Abschluss mich auch nochmal bedanken. Neue Patreons habe ich gewinnen können. Sabine Arual ist mit $5 im Monat dabei und Thoralf Malur Damen mit $2 sowie mit einer Einmalspende Tim Oehlert 3,50 €. Vielen Dank für dieses Vertrauen und die Unterstützung meines Kanals. Ich weiß das sehr zu schätzen. So, dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Abend und dass ihr diese Härten des Skates, die ihr euch sicher auch ereilen, mehr oder weniger oft, dass ihr die auch gut wegsteckt. Wünsche euch dann eine frohe Woche, macht's gut und wie immer, gut Blatt.